So, willkommen zurück hier auf unserer schönen Karte und wir werden jetzt mal schauen, was wir auf Centauri 4 finden. Es ist ein trockener Planet, es ist eine Wüste. Ja, Level of Radiation, wissen wir nicht, low, aber ich hoffe trotzdem, dass wir hier Wasser haben. Wir haben hier die gleichen Sachen wieder. Aber ich hoffe, dass wir hier auch Öl finden werden. Als allererstes nicht vergessen, erstmal Wasser abklemmen. Aber wenn es da wirklich kein Wasser gibt, dann haben wir die Arschkarte. So, natürlich habe ich wieder. Oh, toll, auch noch dunkel hier. Wasser, Wasser, Wasser. Abtrennen, zack. Wir haben noch 58%. Also jedes Mal, wenn wir springen. Aua, aua. Okay. Auch hier gibt es wieder Landungskapseln, wie wir sehen. Oh, natürlich wieder unsere Awesome Landungskapsel. Schön, schön, schön. So kann man natürlich auch Sauerstoff gewinnen. Vor allem Nahrung ist jetzt auch nicht so wenig. So. Haben wir hier noch. Oh, Elektromagneten und sogar Advanced Dinger hier. Da noch. Ah, okay. Müssen wir uns mal kurz frei machen. Ah, andere Seite. Oh, jetzt ganz schön viele Landungskapseln. Was ist das? Ah! Wasser? Wasser. Ah, okay. Ärgerlich. Ich bin natürlich auf der Suche nach wie vor nach Öl, das ist ganz klar. Haben wir noch irgendwas? Nö, glaube nicht. Oh, das ist also Wüste. Sieht doch schon mal nett aus. Wieder ein bisschen Kohle haben wir hier. Wow. Das nehmen wir gerne mit. Mikroprozessoren. Sehr geil. Jetzt sind wir schon fast voll. Wasser. Ich glaube nicht, dass Öl dampft, also wird es ein Geysir sein. Kohle, auch das sieht nach Wasser aus. Ganz schön viele Pfützen. Diesmal, also dafür, dass Low ist, ne? Ist hier ganz schön viel Wasser. Für Low. Will gar nicht wissen, wie es aussieht, wenn es hier High ist. Water, Water, Water. Oh je. Oh je. Da hinten hat es noch was, wie ich sehe. Noch mehr Water. Ein Geysir. Ja, Landschaft sieht quasi ähnlich aus, nur Textur vom Boden ist ein bisschen anders, bisschen wüstenhafter-mäßig. Bäume haben wir hier eher so Herbstbäume, aber auch wieder viele, viele kahle Bäume. Also ein bisschen anderes Design. Finde ich schön, dass man auch mal ein bisschen was anderes sieht hier, ne? So, was bist du? Du siehst so dunkel aus. Du siehst dunkel aus. Du siehst sehr dunkel aus. Come on, du bist Öl. Ich seh's doch. Ja! Puh, 200.000. Okay. Da ist Öl. Wir haben Öl gefunden. Sehr geil. Und wir haben noch Eisen gefunden und Kupfer nebeneinander. Das heißt, wir können hier drei Ressourcen auf einmal abbauen. Ich weiß nur nicht genau. Müssen wir dann echt immer hin und her fliegen? Das ist irgendwie. Naja. Der Transport scheint mir jetzt nicht gelungen zu sein. Was wir jetzt machen, gibt es denn hier eine Ölstation? Das wäre geil. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, wenn so ein scheiß Meteorit unser Raumschiff kaputt macht. Das wäre awesome. Station. All the basic buildings and corridors in order to have a colony. Oh, das könnte man natürlich auch gleich mal setzen. Wäre interessant, aber es gibt hier nur eine Waterpipe. Oxygen, Food, Ore, Furnace, Hydraulic, Bifurcation. Was ist eine Bifurcation Station? Object Splitter within all necessary object to start working. Aha. Steel. Singularity Gate not build. Heißt das, wir brauchen Singularity Gate, um das bauen zu können? Das ist ja bescheuert. Apropos Singularity Gate. Nur aus Neugier. 20 Titanium-Vanium Plates. Okay. Ach, Plates. Sie müssen also quasi nur die Dinger zu Platten machen. Okay. It has been deployed by pressing G. Ach, hier steht's wenigstens. Only deployable in the center of the galaxy. Aha. In the asteroid map, this is only the foundation. To complete the gate, you have to add more resource to the building. Okay. Ist also nur die Foundation. Um das Ding fertig zu machen, braucht ihr quasi noch mehr Ressourcen. Okay. Ja, wird sehr interessant, aber wir haben keine Ölstation, das ist schade.
Ölpumpe. Platten und Gear. Ja, gut, dass wir jetzt alles dabei haben, aber nicht im Inventar haben. Oh, Oxygen. Bisschen was essen, so. Wir können das Raumschiff natürlich auch mal probieren zu bewegen. Ich hoffe, der Entwickler, / die Entwickler, waren so gut und merken sich die Bewegungen bzw. die Position der Raumschiffe auf dem Planeten separat. Nicht, dass der dann ganz woanders hinspringt, weil andocken an unsere Raumstation mit der Steuerung hier wird nicht ganz so einfach, glaube ich. Also Raumstation im Sinne von auf unserem Planeten, wo ja schon alles an einem Punkt ist. Wir versuchen uns mal zu bewegen. Ich weiß, Wasser ist aus, also an den Antrieben, aber ich weiß auch, dass es ohne Fuel funktioniert mit der Bewegung. Gucken wir mal. Ich bin auch gespannt, ob die Dinger mitkommen oder ob die Dinger in der Luft bleiben. Dann sammle ich sie nämlich einfach ein. So. Use to move the spaceship and once inside hold alt to change the view. Okay, wir nutzen Use und... Ah, die Rohre bleiben sogar dran. So, ich kann leider nicht rauszoomen. Und wir fliegen schräg. Okay, dann muss ich dagegen drücken. Ich hoffe, es war in die Richtung hier, oder? So, einen Öltank haben wir, glaube ich, schon irgendwo dran. Oh, warum fliegt denn das Ding hier so schräg? Ja, bescheuert. So, da sind wir auch schon. Stopp. C für runter geht nicht. Wir können nur hoch. Ah, STRG. Ist mir nun... Hallo? Hoch? Okay, gut zu wissen. Funktioniert das mit STRG hier auch? Ah, cool. Wusste ich gar nicht. Schön. So, wir brauchen Stahl. Oder haben wir schon eine Pumpe gebaut? Ich glaube nicht. Ne, nur einen Oxygen Generator haben wir dabei. Okay. Gut, dann erstmal hier rausholen. Also, wir brauchen Strom. Wir brauchen die Stahlplatten. Und ich werde erstmal nur eine Pumpe bauen. Das reicht vollkommen. Öl. So, eine. Ja. Können wir irgendwas stapeln? Ich glaube nicht. Nee. Quatsch. Supply. Öl. Ölpumpe bauen. So. Gott, ist die klein. Die soll bitte drin, oben drauf. Ja, na. So. Dann mache ich uns mal ein bisschen. Bestimmt fehlen uns wieder die Ressourcen im Inventar. Iron. Ich brauche Licht. Struktur. Light. Oh, mal 4 Stück. So, eins dahin. Eins dahin. Oh, sieht schon mal interessant aus. Tipp, you have to build this machine exactly over an oil place. Also ich glaube, noch genauer geht's nicht. Würde ich meinen. Power Need 1350, Respekt. Das Ding braucht so viel Energie. Das heißt, wir können hier schon mal... Sind das mit Batterien, hoffe ich? Genau, mit Batterien. Sehr schön. So, dann bauen wir hier jetzt erstmal so eine kleine Plattform auf. So. Da war der Stromanschluss. So. Dann verbinden wir die auch gleich. Die Kabel habe ich, glaube ich, in diesem Ding hier drin, oder? Tja, toll. Echt jetzt? Oh, ich sag nichts mehr. So ist ein Doskias vorbereitet. Wunderbar. So. Dann brauchen wir noch mehr. Wire. Zum Glück haben wir ein bisschen Kupfer gefunden, denn ich habe, glaube ich, gar nichts mitgenommen, weil ich so intelligent war. So, hier müssen wir natürlich... Ah, das geht gar nicht. Gut, dann schließen wir hier so an. Und gehen einfach oberhalb weg. Hat das Ding einen internen Speicher? Steht jetzt hier nichts dran? Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall jetzt erstmal einen Öltank.
Ein Öltank. Und eine. Ja, das war klar. Das Ding ist ganz schön groß. So, packen wir mal hier hin. Ah, das geht wieder nicht. Dann packen wir es mal. Wir packen es mal. Da passt das alles nicht so schön hin. Hier hin. So, das sind nämlich Fuels. Es ist ein bisschen bescheuert, dass wir hier echt für jede Ressource eine eigene Art Leitung haben. Das finde ich schon ein bisschen unpraktisch. Ich meine, da könnte man doch jetzt auch die Rohre hier nehmen. Die Fuel Pumps, Pipes, ne? Ich mache das gerade ziemlich dämlich. Ach, scheiße. So. Jetzt sollte der auch so langsam, hoffentlich. Ja, er wird gefüllt und wir haben ja hier unten. Der da hier? Nee. Nee. Die da hier. Entschuldigung. Hier haben wir ja. Die müssen wir jetzt quasi anschließen. Dann können wir hier das alles auch absaugen. Wir haben jetzt ein bisschen Strom über. Was brauchen wir drüben? Eisen nicht. Kupfer eher. Oder Kohle. Aber Kohle. Haben wir hier Kohle schon gesehen? Ich glaube, wir haben hier kein Kohle auf diesem Planeten. Das kann gut sein. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Aber okay. Der füllt sich nach und nach. Okay. Dann packen wir hier jetzt erstmal einen Erzförderer drauf. Den wir gar nicht haben. Haha. Schön. Dann. Wo haben wir es? Ore Extraction Station. Wir brauchen 15 Kupfer und 30 Stahl. Uns fehlt der Stahl. Alles klar. Dann tauschen wir das einfach mal aus hier. Build. Ja, sehr schön. Wie rum? Ist mir eigentlich relativ egal. Einmal. Und zweimal. So. Dann bauen wir hier schon mal Zeugs ab. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Kriegen wir hier ein bisschen Ressourcen. 30% hat er erst. Ich guck mich gerade noch mal ein bisschen um hier. So in die Weite. Hätten wir genug Ressourcen noch mal für so eins? Ja, hätten wir. Weil dann könnten wir auch. Da ist doch was. Ich würde gern Kohle mitnehmen. Oder zumindest mal im Hintergrund produzieren lassen. Also wenn wir Glück haben, läuft jetzt natürlich alles parallel. Sprich, der Planet hat keine Pause, wenn kein Spieler da ist. Wenn wir Pech haben, ist das so. Zwecks Performance sparen, ne? Dann wäre es blöd, weil dann bringt es ja gar nichts, zurückzufliegen und zu warten, weil im Endeffekt passiert dann hier nichts. Dann müsste ich quasi hier warten. 6600, 6100, haben wir irgendwo mehr? Na, was bist du? 6400, alles so im 6000er Bereich. Ich gucke mir das noch eben an und dann entscheiden wir. Come on. 2000, oh je. Okay, das da hier. So. So, wunderbar. Natürlich fehlt uns hier überall Verteidigung. Das ist mir vollkommen klar. Wäre cool, wenn es noch als Station die Verteidigung geben würde. Was kostet denn das Wasserding? Zwecks. Nix. Gut. Oh, ohne Tank. Sauerei. Ohne Tank. Gut, dann muss da noch ein Wassertank hin. Supply. Water. Tank. Iron Ingots. 5 Iron Ingots. Oh. Okay, auch hier gibt es den Glibberschleim. Schade. Aber ich bin echt noch gespannt, was ich da noch so. In den nächsten Wochen, im Schrägstrich Monaten noch so alles entwickeln wird in diesem Spielchen, auch zwecks. Ich meine, Schleime, okay, aber, ne? Die Tatsache, dass es Flupp macht und die sind da, ist schon mal sehr blöd. Bin
Bin ich natürlich anderes gewohnt. Was wollten wir? Platten. Nee, Ingots. Wir wollten Ingots. So, Ingots haben wir hier. So, können wir immer noch nicht bauen. Warum nicht? Doch, können wir bauen. So, was macht unser Öl? 84%, schön. Da können wir gleich mal dann weiterleiten. Ich hoffe, ja, jetzt wird wahrscheinlich wieder ein Problem kommen. Na toll. Ich habe ein bisschen Angst um mein Raumschiff. Was passiert eigentlich, wenn ich von so einem Ding getroffen werde? Was passiert eigentlich, wenn man hier stirbt? Das möchte ich jetzt nicht testen, aber würde mich mal interessieren. So, natürlich brauchen wir Platten, stimmt. Sonst wird das nix. So. War da echt eine Kurve gerade? Ah, okay, erfüllt sich. So. So, wir machen mal ein bisschen. Ich versuche mal, da wir ja, wenn wir wegspawnen mit unserem Schiff, alles Mögliche um uns rum mitnehmen, kann ich, glaube ich, getrost, so hieß es auch in den Kommentaren, das Schiff einfach ein bisschen, ich sag mal, erweitern. Und wir haben hier 3 Storage-Dinger. Deswegen mal gucken. Optisch gesehen ist es egal, wo ich es ranmache, sieht es kacke aus. Ich würde es gern einfach hier dran machen irgendwie. Aber. Was ist denn das hier für ein Blödsinn? Wieso kann ich es denn nicht oben drauf? Weil. Yeah. Ja, dann machen wir es so dran. Sieht das scheiße aus. Ist egal wie rum. Gut. So, den ganzen Blödsinn mal hier rein. So. Das brauchen wir jetzt alles nicht. Oh Gott, auch die Highspeed-Pressen. Hätte ich mal ein paar Sachen daheim lassen können auch. Was nehme ich denn so den Scheiß mit? So, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Platz. Denn ich brauche Platz für unsere Ölsachen. Was natürlich ein bisschen blöd ist, hier haben wir jetzt einen Tank. Es gibt keine Pumpen, zumindest wüsste ich davon nichts. Das heißt, wenn wir das jetzt hier an unser Raumschiff ranschließen, bezweifle ich, dass das Zeug aus dem Tank rausgeht und hier reingeht. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Tank, der ist mit 100% voll, aber... Tja, aber halt nix, ne? So, Supply, Oil. Was brauchen die Dinger eigentlich? Stahlplatten? Ja gut, wir haben genug. Also, machen wir erstmal ein paar... So. Ich sehe halt rein gar nichts. So. Probieren wir es einfach. Was soll schon schief gehen, ne? Wie war das alt? Ich sehe halt rein gar nichts. Halt, ich komme so nicht mehr raus. Kann das sein? Das wäre nicht ganz so klug. Allein schon die Tatsache, dass das mit der Kollision stimmt, wird schon lustig. F. What? Geil! Da war ich mal kurz im Planeten. Oh Mann, ey. So, wie soll ich das da anschließen? Vor allem bei Dunkelheit. Okay, ich lege jetzt einfach eine legen wir es da? Ja, komm. So. Und dann legen wir... Wir gehen einfach hoch ein bisschen. Supply, Oil. 2 Kurven brauchen wir. Wieso haben wir jetzt 3? Naja. Das ewige Spiel. Ewige Leid. So. Ach, lieber noch eins hoch. So. Dann noch hier eins. Zack. So, und jetzt müssen wir irgendwie das probieren. Ich gehe mal in die Innenansicht. Vielleicht. Ah, wobei es wird eh nichts bringen. So. Einmal F, einmal Alt. Und ich sehe halt einfach gar nichts.
Ich sehe nichts. Ich sehe nicht mal die Leitung, die wir gerade gelegt haben. Ah, doch, das könnte sein. Wir müssen warten, bis hell wird, weil das wird zu nichts. Oder mehr Licht. Light. Ja. Ist ja gut. Sauerstoff. Oh ja, genau. Das höchst bekannte Fluglicht. Ah, gut. Sehr gut. Ich sag ja, also wenn ich jetzt so jedes Mal Öl holen muss, na, dann Prost Mahlzeit. Das ist ja ein Aufwand ohne Ende. So, wir können die Kamera nicht drehen. Das ist auch kacke. Denn ich weiß nicht, ob der Abstand passt. Also sind wir jetzt zu hoch? Sind wir jetzt... Jetzt sind wir drüber. Okay. Meist dockt das an hier, oder... Ich habe keine Ahnung. Oh, was ist hier? Das ist auch ein Käse. Ja. Cool. Kann ich von hier das Schiff auch steuern? Nee, mich beamt es zwar rein ins Cock. Oh. Ja, okay, schon besser. Die an sich gefällt mir schon mehr. Okay. Ah, wir sind, ich muss hier gerade um 90 Grad denken. Ich glaube... Wie habe ich jetzt gerade die Kamera? Ach, mit Alt gedrückt halten. Ja, jetzt, Hitler, alles klar. Wunderbar. Leertaste, warum geht die nicht? Oh je. So, ja. Es war klar, dass ich da rein kann. Das war so klar. Ich versuche jetzt so nah wie... Ich habe das Gefühl, er hat gerade angedockt. Bin mir da aber nicht sicher. Ich glaube nicht. So, welches Teil ist jetzt hier welches? Wenn ich das jetzt hier trenne und das nehme, kann ich ja das so verbinden, oder nicht? Ich hoffe es. Ja! Awesome! Aber wie gesagt, hier, um den Tank jetzt leer zu kriegen, muss ich, glaube ich, hier erstmal trennen. Wobei, der ist nicht klug genug, oder? Der zieht doch. Warum soll der Tank ziehen? Das macht null Sinn. Für was habe ich diesen scheiß Öltank hier gesetzt? Außer, dass er jetzt 100% gefüllt ist und nichts rausgibt. Ja. Schön. So ein Dekorationstank. So, was ist hier? Oh, schön. Die Ressourcen füllen sich. Jetzt müssen wir natürlich auch irgendwie dafür so... Warte mal, gibt's vielleicht... Vielleicht habe ich ja auch Blödsinn geredet. Oil. Nee. Sowas wie eine Richtungspumpe scheint mir hier nicht der Fall zu sein. Weil, ganz ehrlich, da muss ich ja jetzt eine Fabrik bauen, die Öl rauszieht. Also eine Ölraffinerie. Ich muss quasi immer mit meinem Raumschiff da rangehen. Ich kann gar nicht irgendwie einen Dock bauen mit Tanks und einfach das Raumschiff da parken, dass die Tanks voll werden. Das geht ja nicht. Weil die Tanks, warum sollte der eine Tank vom anderen Tank ziehen? Das ist hier ein bisschen... Ich kann auch die Tanks leider nicht einstellen irgendwie. Das ist echt dämlich. Ich meine, im Endeffekt kann ich jetzt hier auch sagen, Supply, Öl. Ah, ich brauche eh noch ein paar, so. So. Und hier müssen wir jetzt irgendwie... Wir können wahrscheinlich eh durchs Schiff bauen. Dann bauen wir jetzt durchs Schiff. Das ist mir jetzt so was von egal. So. Ja, wusste ich doch, dass es geht. So, so. Oh, einmal durch. Vielleicht nochmal zwei Stück. Na?
So, dann den hier weg. So, dele. Na. Dele. So. Nun kann sich auch Tank Nummer 2 füllen. Wird natürlich ein bisschen dauern. 1%, 39%. Ja, das wird echt dauern. Können wir uns eine zweite Pumpe leihen? Ach, wobei. Das kriegen wir doch niemals leer. Wie viel passt denn so ein Tank rein? Da steht das hier irgendwo dran? Das würde mich einfach mal interessieren, weil vielleicht brauchen wir gar nicht so viel Öl, weil der Tank so viel Platz hat. Ja, okay, hier steht genauso wenig dran. Der generiert 100 Liter pro Sekunde. Okay. Und die Raffinerie braucht 300 Liter pro Sekunde. Warte mal. Der braucht auch noch. Nee, warte mal. Der generiert auch noch Treibstoff. Interessant. Und natürlich Petrochemicals. Ah, dann können wir unsere eine Anlage abreißen, die ja aus Kohlefuel macht. Das ist ganz praktisch. Das ist sehr, sehr praktisch. Finde ich gut. Ja, dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier erstmal wieder einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier auf diesem wunderschönen Planeten. Wir werden zurückfliegen und mal gucken, was wir mit diesem Öl anstellen. Wenn das natürlich einigermaßen nicht reicht, dann wird dieses Schiff extrem umgebaut. Dann kriegt das Ding 10 Öltanks dran. Ist mir egal. Dann machen wir einfach quasi, wir fliegen hin, machen einen Cut, schließen das Ding an und nachen. Und wenn das Schiff voll ist, dann spielen wir weiter. Und dann gehe ich einen Kaffee trinken und warte, bis das Ding voll ist. Aber nichtsdestotrotz, wir machen jetzt hier kurz einen kleinen Cut und sehen uns danach natürlich gleich wieder. Ciao, ciao.